Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit mir, TMW Astref. Lasst uns weitermachen hier auf der Weltkarte, mitten im, ich weiß nicht genau wie der Ort heißt, Moment mal, Dinshot-Tal. Und das heißt, wir sind jetzt direkt vor Bometia, auch wenn man es erstmal nicht sehen kann, aber schwuppdiwupp, seht euch das an, habt ihr das gesehen? Genau da. Das ist Bometia, unser Reiseziel mit Zedan und Freya und Vivi und Quina. Ja, im Übrigen habe ich in eurer Abwesenheit einfach nochmal, man könnte sagen, trainiert und ein paar Monster gefressen. Eins davon steht zum Beispiel direkt vor uns, und zwar dieser Echsenmensch. Den habe ich, den hat Quina gefressen und sie hat dadurch, Level 3 Deflex gelernt. Das ist so ein Verteidigungssenker von Zielen, dessen Vielfaches von 3 ist. Und einmal habe ich noch, wie heißt es, wo war das? Das war im Übrigen noch die Ability, die ich gemeint habe. Die wird benötigt, um den Level-Up-Trick zu benutzen mit Tatzelwurm. Gute Nacht. Ja, das Monster ist genau auf derselben Ebene, aber nur ganz weit im Westen. Wenn ihr einen Strudel, also so einen Wirbelwind vorbeikommt, das ist nicht schlimm. Einfach ganz weit in den Westen, da gibt es so ein Mädchen in Blau und so einer Tulpe als Hut, also eine Blume als Hut so ungefähr. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich hab leider nicht drauf geguckt, aber von ihr habe ich zumindest dann Gute Nacht gelernt. Und genau diese Ability wird gebraucht, um den Level-Up-Trick zu benutzen, ja. Genau. So, komm, einmal noch Angriff. Ja, und man merkt, dieses Ding hat schon ein kleines bisschen was. Oh, nochmal, komm. Nein, verfehlt! Nicht doch. Ja, okay. Dann ist es eben Freya, die den letzten Stoß gibt. Okay, ja, wir fackeln nicht lange. Wir gehen sofort rein. Bometia. X-Taste zum Betreten. Das ist also das Heimatland von Freya? Hey Freya! Komm schon, beeil dich! 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch, Mapf. Gut, dann lass uns gehen. Bometia, Reich des ewigen Regens. Aber was zu tun bin ich denn wirklich imstande? Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Ja. Stadt des ewigen Regens. Ja. Scheint irgendwie sehr melancholischer Natur zu sein hier ein bisschen. Wenn es ewig regnet. Ja. Oh Mann, also hier hat auch ein Massaker stattgefunden. Mein Gott. Moment, ich glaube, hier lag irgendwo mal was rum. Oder? Oder? Ich glaube, ich habe das Gefühl, hier ist... Aua, hier ist irgendwo eine Stellatia. Irgendwo. Also dieses wichtige Item, wo die Sternzeichen drauf abgebildet sind. Und den Aries haben wir ja schon. Oder nee, Quatsch, was war das? Aries oder Virgo?
Ich glaube, Virgo haben wir eingesammelt. Ah, ich weiß es nicht mehr. Oh, hallo. Wertes Exilein. Oh, warte mal. Was ist das? Ein Countdown. Zur Versteinerung mit Sicherheit, so wie ich das kenne. Ungenießbar, Mann. Level abgelernt. Hey, schön. Das heißt, vielleicht können wir jetzt dir was anderes geben. Ja. Obwohl, es lohnt sich nicht. Deswegen lassen wir das mal gerade an. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich und sag ich. Boah. Töten. Also so schreckliche Sätze will ich lieber nicht vorlesen. Irgendwie, ich denke, wenn man sowas liest, dann hat das negative Auswirkungen auf die Psyche. Gut, man will eine gute Geschichte erzählen, aber sollte man nicht auch darauf achten, dass man nicht irgendwie ständig irgendwelche Massaker-Sätze liest? Ich finde, da haben gewisse Unterhaltungsmedien ja eigentlich eine gewisse Verantwortung. Moment. Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir mal Aisra probieren. Ja, die Magier werde ich jetzt nicht essen. Beziehungsweise Quina soll die Magier... Quina soll die Magier nicht essen. Einmal bitte Sprung. Zelt geklaut. Aisra! Come down! Ja, und Leute, ich glaube, man braucht da auch diesen Zauber für diesen Level-Up-Trick. Mit Tatzelwurm. Irgendwas hat damit eine Rolle gespielt. Wenn schon und Weihrauch. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird die Generälin aber gar nicht gefallen, sag ich. Genau, und wenn sie die erste Mal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen, sag ich. Generälin? Welche Generälin? Kennen wir sie? Ist damit etwa Beatrix gemeint, die, die neben Steiner auch für Königin Brane, oder Bran, dient? Goldnadel? Bah! Ah, ich wusste doch, hier war irgendwas faul. Gegen was kämpfen wir hier jetzt? Bada, 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 bada. Ja, eine gefräßige Truhe. Hilfe rufen. Ach so, ja, ja, warte mal. Nein. Äther wurde aus dem Inventar gestohlen. Das ist aber nicht nett. Moment. What the hell? Ach ja, ist schon zu spät. Wir haben es vermasselt. Ja, ein Äther haben wir eigentlich. Ja, Äther haben wir noch. Können wir eigentlich vielleicht gerade verwenden für Vivi? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Können wir das Mimik beklauen? Ah, jetzt ruft er schon wieder Hilfe. Aber es funktioniert nicht. Fressen. Nein. Nein! Oh, ey. Wisst ihr, wie eklig das ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir verlieren dadurch irgendwie, wir verlieren dadurch irgendwie, Gil oder so. Komm, einfach gerade einmal, Angriff und dann Feuer, huh? Okay, hilft, ist nicht ganz erledigt, der Kampf, aber... So, kriegen wir nach dem Kampf trotzdem was aus der Truhe? Na 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 na. Äther.
Oh nö, wir kriegen gar nichts. Das war so nur so ein dämliche. Es war bloß ein dämlicher Streich. Das gibt's doch nicht. Da 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 da. Ach, die ungenießbaren Echsen, ne? Ja, Quina kann euch nicht leiden. Gips. Ja, das heißt, da gibt's eine, findet eine Versteinerung statt, ne? Innerhalb von 10 Sekunden. Oder was für eine Maßeinheit das ist. Verfehlt. Kann man euch mit Blitz irgendwie entgegenkommen? Wenn ja... Ich glaube, oder? Ah, nee, Blitz ist... Das funktioniert, okay. Na, 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 Zunge. Oh je, Vivi sieht's... Vivi sieht gleich... alt aus. Bitte jetzt nicht auf Null gehen, das wäre super toll. Oh, Gott sei Dank! Vivi, du hast es überlebt! Gratulation, Survivor! Nein, Moment. Oder doch? Oh nein, 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 okay. Scheiße, das war ein dummer Scheißfehler. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, ich hätte drüber gehen müssen. Oh, nee, Kacke. Das, ja, seht ihr, man kann hier schon so viel Mist bauen. Allein nur hier. Keine Chance, die geht nicht auf. Ja, ja, das heißt, wir müssen raus und einen anderen Weg finden oder so, um die Tür zu öffnen oder einen anderen Weg zu beschreiten, der hinter der Tür, der hinter die Tür führt. Ja, ich bin ja jetzt gerade eben hier so abgebogen. Da, guck mal, hier liegt noch was. Cancer erhalten. Oh, wartet mal. Ja, genau, das meinte ich nämlich. Nein, damit ist jetzt nicht, ist nicht die Krankheit gemeint, um Gottes Willen, nein. Cancer. Cancer ist, damit ist gemeint das Sternzeichen Krebs. Zur Felsbrandung, wo Virgo auf mich wartet. Wenn die Sonne am Horizont verschwindet, können wir uns dann endlich sehen. Erzählung der Stellatia. Okay, die Virgo wird öfters erwähnt. Virgo, Seele der Virgo zu finden. Aries, also Widder, Cancer, und auch hier wird die Virgo erwähnt. Ja, also, Ich frag mich, was das Widder und Krebs so mit der Jungfrau zu tun haben. Wartet mal. Zur Felsbrandung, wo Virgo auf mich wartet, wo die Jungfrau auf mich wartet. Wenn die Sonne am Horizont verschwindet, können wir uns dann endlich sehen? Ja. Gut, weiß ich jetzt nicht. Na gut, das Gegenzeichen zu der Jungfrau sind die Fische. Und ich würde mir, könnte mir eher erklären, dass das, das vielmehr dann, Wenn wir mal die Stellatia Jungfrau haben, also Virgo, dass dann die Fische, also Pisces mehr oder Pisces mehr erwähnt werden daher. Aber Widder und Krebs mit Jungfrau, ich meine, ja. Naja, ich versuche das nur astrologisch für mich irgendwie zu erklären. Weil es gibt gewisse Gemeinsamkeiten und auch gewisse Verbindungen zu den Zeichen. Und ich frage mich, welche Verbindung, was für eine gewisse Verbindung, Krebs und Widder mit der Jungfrau haben. Ja. Oh, da ist jemand vergiftet. Das ist aber nicht... Die Blubberbläschen sehen böse aus. Überfallen. Oh. High Potion aus dem Inventar gestohlen. Ey, du... Lass es. Bitte, beklau mich kein weiteres Mal. Das wirst du bereuen. Da, 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 da. Bitte, Blitz. Und einmal beklauen. Leute, vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht war oben die Kiste, wo die Brücke zusammengestürzt ist, einfach nur auch so eine Mimikiste, die uns einfach nur ärgern wollte.
Ich würde es nicht ausschließen. Aber wenn nicht, ja, dann... Ja, Pech passiert nun mal. Pech widerfährt einem nun mal. Speer, boom. Und das Ding liegt immer noch. Meine Güte. Hartnäckig, hartnäckig. Und wir haben eine High Potion. Die haben wir wieder bekommen. 66 Schaden und... Bitte, du Dieb-Typi. Einfach nur bitte weg. Ich hab's eilig. Wir haben nur noch 5 Minuten. Nein. Hier wird kein Countdown gezählt in den Parts. Sollte ich auch lieber unterlassen. Oh. Holzauge gelernt. Oh, wir lernen in letzter Zeit sehr viel. Ja, die sind nicht am Pennen, die sind am Ende. Die Schwarzmagier haben sich... haben sie in die Mangel genommen. Ich bitte euch. Nehmt die Glocke, die unter dem Bett liegt, geht zum Palast und rettet den König. Oh mein Gott. Wer tut so etwas Grausiges? Königin Brane? Ja, Zorn und Sonn, die sind ohnehin gar nicht mehr zu retten. Aber... Was? Protegas Glocke erhalten. Okay, dann gehen wir wieder raus. Hopp! Ja. Raus, 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 danke. Oh, stopp, stopp. Habe ich da gerade was übersehen? Ja, Tatsache. Guck mal, eine Kiste. Goldnadel erhalten. Dankeschön. Gehen wir mal rauf. So, diese Glocke können wir mit Sicherheit jetzt benutzen für die Tür, ne? Also es ist hier im Grunde dasselbe Prinzip wie in Gizamalukes Grotte auch. Ja, und Gizamaluke war anscheinend der König dieser Grotte oder der Bewohner dieser Grotte. Und Freya hat so gesagt, wenn Gizamaluke schon außer sich ist, dann heißt das nichts Gutes. Heißt das, dass Gizamaluke normalerweise der Freund von Freya ist oder den Bewohnern von Bometia? Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt leider nicht, aber ja, hätte ja sein können. Wenn jemand mehr darüber weiß, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Die gefundene Glocke läuten. Beide Glocken läuten im Einklang. Die Glocke in der Hand zerfällt zu Staub. Zidane! Hinter dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter diesen Stufen erwartet. Aber hier aufzugeben wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so sehr ähneln. Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüberzutreten. Wir gehen zusammen, Freya, oder? Wir gehen doch zusammen. Vivi? Hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet, könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja, womöglich schon. Aber ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder ob ich überhaupt ein Mensch bin. Vivi. Was redest du da denn? Du siehst auf jeden Fall wie ein menschliches Kind aus, Schmampf. Da kommt wer. Da ist noch einer. Steckt ihr etwa unter einer Decke mit den Schwarzmagiern? Wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun. Hältst du mich für blind? Hinter deinem Rücken ist das etwa ein kleiner von... Ist das etwa keiner von der schwarzen Brut? Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kann ich das glauben? Du kannst. Oh, Freya. Schon lange her, nicht wahr, Dan? Lange her, du machst mir Spaß.
Wo um alles in der Welt steckst, hast du gesteckt? Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Diese Schwarzmagier sind uns dicht auf den Fersen. Und auch ihr solltet besser von hier verschwinden. Was trödelt ihr so? Beeilt euch! Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den hab ich nicht gesehen. Für mich hat er jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Freier, vergisst den König. Schaut, dass ihr hier selbst lebend rauskommt. Wenn ihr euch mit den Schwarzmagiern anlegt, ist das euer Todesurteil. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter diesen Stufen, nicht in der Flucht. Wahrlich gesprochen. Okay, Kurzfrage. Wo ist hier der nächste Mogri? Lass uns schnell fliehen! Ich kann mich nicht bewegen. Bringe du dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Hast du etwa den Eid vergessen, den wir uns vor Gizamaluke gegeben haben? Wie könnte ich das? Aber alles, was ich im Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und ziehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolz auf sie sein kann. Nein! Ihr müsst raus aus Bometia. Schlagt euch nach Limblum durch. Der Großherzog von Blindblum wird euch sicherlich nicht abweisen. Aber die Schwarzmagier haben meinen Mann übel zugerichtet. Er kann sich nicht mehr bewegen. Wie sollen wir es denn so bis nach Lindblum schaffen? Vorsicht! Puh, das war aber haarscharf. Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Liebster. Bei und gar. So. Seid ihr bereit? Seid ihr in Ordnung? Ja, gerade noch mal so mit dem Leben davon gekommen. Hey, könntest du mich vielleicht stützen? Ich schaff's alleine nicht. Selbstverständlich. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Geht klar, freu mich schon drauf. Okay. Da haben wir nochmal gerade eine Familie gerettet. Was natürlich gut ist. Habe ich durch den Einsturz. Ist jetzt durch den Einsturz irgendwas passiert, was man nicht mehr widerrufen kann? Was man nicht mehr rückgängig machen kann? Ich meine, eine Passage zu betreten, die man nur vor dem Einsturz betreten konnte. Aber ich glaube es eher nicht, nee. Oh, toll. Diesen ganzen Umweg nur für eine lächerlichen Mimik-Dingsbums. Ah, wie lachhaft. Okay. Mimik, du willst es ja so. Also, ich kümmere mich zuallererst mal um die Mimik selbst. Ja, um dieses Truhenteilchen per se. So, Sprung auf Mimik. Hi, Potion aus dem Inventar gestohlen. Ja, sobald dieses Ding uns beklaut hat, greife ich lieber das Ding an. Selbst, ja. Oh. Erledigt. Da braucht noch ein bisschen. Naja. Flieh du ruhig! Diese High-Potion kannst du von mir aus haben, aber jetzt ist Schluss mit dem Clown. Das lasse ich mir nicht länger bieten. Äther erhalten. Oh ja, ich glaube, hier wird es jetzt nochmal extra scharf. Wenn wir jetzt da in diesen Palast reingehen, dann ist hier so ziemlich fast... Dann passiert etwas ganz, ganz Wichtiges, ja.
aber dazu wird nichts verraten. Gibt es hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen könnte? Dieser Speer. Gut ausbalanciert und leicht zu führen. Mithridspeer erhalten. Umso besser, spieß damit ein paar Schwarzmagier für mich auf, okay? Ups, ich und mein volllautes Mundwerk. War nicht so gemeint, Vivi. Ich weiß. Aber... Ach, schon gut. Vivi. Also irgendwie macht Vivi gerade die blödeste Scheiße durch, die man nur mal durchmachen kann. Das ist ein, sieht quasi zu, wie seine Artgenossen andere Leute umbringen und wie sie selbst umgebracht werden. Ja, also... Ja, man weiß halt, vielleicht sind sie auch nicht seine Artgenossen, aber sie sehen sehr, sehr ähnlich. Sind es einfach irgendwie schon. Also, sie sehen ihm einfach sehr ähnlich. Ja, Donnerstock gehalten. Oh! Schon jemand da? Ist mir wohl jemand zuvorgekommen? Naja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Ja, gerne doch. Gerne doch, Stilskind. Willst du nicht das Dreiteile-Set bestehend aus Goldadel, Haiposch und Äther für 333 G? Naja, okay, geil. Danke für das Zeug. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen, Kupo. Gieß ja wie aus Kübeln. Mognet, Artura. An Artura einen Brief überreichen. Vielen Dank, dass du mir den Brief von Mok gebracht hast, Kupo. Von Mok an Artura. Stilskind scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo. Aber ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Hab ich ihn noch nie getroffen, Kupo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, dass der so für ein Mok... Was der so für ein Mokri ist. Gerüchten zufolge soll er, ja, eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Und er soll lauter seltene Items in seiner Tasche mit sich um die Welt tragen, Kupo. Stilskind ist schon ein Tausendsasser von einem Mokri, Kupo. Nimm das zum Dank, Kupo. Kuponos erhalten. Bitte, eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Mohanna. Gerne. Dank, Kupo. Ich hätte so gerne einen Brief. So, wir können auch kaufen. Wisst ihr was? Das machen wir noch gerade schnell. Und wir können ja eine Menge kaufen. Mistgabel für Quina. Können wir noch was Tolles kaufen? Babuta. Ja, komm. Vielleicht können wir zwei davon holen. Da kann Steiner auch noch was davon haben. Phoenix, Feder, Potion, Goldnall, Zelt. Ja, ansonsten. Ja, komm. Die Mistgabel holen wir uns jetzt für unseren Kumpel Quina. Genau, aber ausrüsten kommt erst beim nächsten Mal. Erstmal speichere ich hier nochmal. Ich speichere, Kupo. Steckplatz Nummer 1. Und wir überschreiben. Alles klar. Liebe Leute, ich mache hier eine kleine Pause. Und lasst es euch bis zum nächsten Mal sehr, sehr gut gehen. Bleibt immer stets gesund, optimistisch und ihr selbst. Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao.